Ergenzingen bei Rottenburg. Hier im Schönstadtzentrum Liebfrauenhöhe lebt Erzbischof Karl Josef Rauber. Am 14. Februar wird er in Rom zum Kardinal erhoben. Im Januar hatte Papst Franziskus das bekannt gegeben. Für Karl Josef Rauber selbst kam das überraschend. Mein früherer Mitarbeiter hat von Brasilien telefoniert. Hat gesagt, ist das wirklich wahr? Ja, sagt er sicher, Ihr Name war's. Seit 5 Jahren lebt der heute 80-Jährige im Ruhestand. Jahrelang ist er als päpstlicher Diplomat in der halben Welt unterwegs gewesen. Und hat dabei auch einige sehr schwierige Stationen erlebt, an denen er viel Fingerspitzengefühl und echtes diplomatisches Geschick gebraucht hat. Und privat? Hat Rauber da auch Taktgefühl? Nein, ich habe nie getanzt. Ich bin zwar schon von jungen Mädchen eingeladen worden, als Kaplan zu tanzen, aber ich habe das immer abgelehnt. Da habe ich gesagt, ich bin kein heiratsfähiger oder heiratsempfohlener Junggeselle, sondern ich bin halt Geistlicher und deswegen möchte ich halt auch nicht tanzen. Das Tanzen überlässt er also anderen. Ihm ist es wichtiger, ein guter Seelsorger zu sein. Der Kardinalstitel ist daher für Rauber ein reiner Ehrentitel und nicht mit neuen Aufgaben verbunden. Ich glaube nicht, dass da den Karl Josef Rauber, der in Ergenzingen wohnt, dass der unbedingt auch noch seinen Senf dazugeben muss. Hilfsbereit wäre Rauber dennoch, denn von Papst Franziskus hält er sehr viel. Ja, der entspricht meinem Herzen ganz und gar. Aber nicht deswegen, weil er mich zum Kardinal machen will. Das weiß ich nicht, sondern der hat schon vorher mir sehr entsprochen. Er kann wegen seiner Lungensache da auch nicht singen, kann er nicht. Aber das ist nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass er ein authentischer Mensch ist und ein authentischer Priester und ein authentischer Papst auch. Warum dieser Papst aber ausgerechnet ihn zum Kardinal macht, kann sich Karl Josef Rauber selbst nicht erklären. Groß verändern wird sich aber nichts in seinem Alltag auf der Liebfrauenhöhe. Ich werde der bleiben, der ich war. Und ich werde die Seelsorge hier, also die Heilige Messe feiern, beichten und was sonst noch anfällt an religiösen Übungen und so weiter, das werde ich alles noch so wahrnehmen wie früher auch. Wenn mir der liebe Gott die Gesundheit lässt, selbstverständlich.